So, ja, das ist halt mein leckerer Nudelsalat. Normalerweise mache ich den auch gerne mit Thunfisch, aber dadurch, dass mein Schwiegersohn zu Besuch kommt und der kein Thunfisch isst, habe ich den mit Geflügelwurst zubereitet. Der ist immer mega lecker, der zieht jetzt lecker durch bis morgen. Ja, Gewürze habe ich Meersalz genommen und ein bisschen Brühe. Mehr brauche ich hier nicht, da ich ja mein gutes Kräuteröl dazu benutzt habe. Ich wünsche dir auf alle Fälle einen guten Rutsch ins neue Jahr. Viel Vorbereitung, aber das Allerwichtigste ist halt für uns alle, denke ich mal, Corona-frei zu bleiben. Also achte auf deine Gesundheit.